Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute beginnt das Video über eine Woche am Arm mit meiner Sinn 856 UTC. Eine Uhr, die ich schon einmal hatte und dann im Jahr 2020 verkauft habe. Jetzt hatte ich ganz spontan die Gelegenheit, exakt meine Uhr, also nicht die gleiche Uhr, das gleiche Modell, sondern exakt dieselbe Uhr, die ich damals verkauft habe, wieder zu kaufen. Und da musste ich dann auch zuschlagen. Die 856 beziehungsweise auch die 856 UTC oder wer es gerne größer möchte mit Drehlünette, die 857, 857 UTC sind für mich lange die Uhren von Sinn gewesen, die mit Abstand das ausgewogenste Verhältnis zwischen Preis, Sinntechnologien, Tragbarkeit am Arm, Wandelbarkeit und diese Aspekte hatten. Die Uhr hat nicht nur die UTC-Funktion, sondern sie hat auch den Magnetfeldschutz, sie hat die blaue Leuchtkapsel, also Leuchtkapsel im Sinne von Trockenhaltetechnik, keine Leuchtkapsel. Und sie hat ein tegimentiertes Gehäuse, was die Uhr unglaublich unempfindlich gegen Kratzer macht. Und das Ganze gab es sehr lange für einen in meinen Augen extrem gerechtfertigten Preis und im Sinnportfolio auch vergleichsweise günstigen Preis. Ich werde diese Woche, da ich die Uhr ja grundsätzlich kenne, wahrscheinlich nicht extrem viel Neues sagen können, sondern werde etwas intensiver mit Bändern spielen und euch das zeigen. Wir haben Mittwochmorgen, ungefähr eine Minute nach neun. Meine Sinn 856 UTC ist noch am Arm. Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Ja, was habe ich diese Woche vor? Warum stelle ich euch diese Uhr vor? Im Intro habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich hatte diese Uhr schon einmal und habe sie dann verkauft aus einem Grund, den ich nicht mehr 150% nachvollziehen kann. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus satt gesehen, zu viel los auf dem Ziffernblatt, die Auswahl zu groß, Geld gebraucht, um eine andere Uhr zu finanzieren. Ich kann es nicht mehr 150% nachvollziehen. Aber immer wenn ich sie bei anderen am Arm gesehen habe, fand ich sie richtig, richtig klasse. Was habe ich die Woche vor? Ich werde diese Woche versuchen, jeden Tag ein anderes Band dran zu machen. Nicht so, wie ich das in anderen eine Woche am Arm Videos mache, eine Wechselorgie in der zweiten Wochenhälfte, sondern da ich die Uhr kenne und weiß, wie sich das Stahlband grundsätzlich trägt und so weiter, möchte ich jeden Tag ein anderes Band dran machen. Und so werde ich entweder heute Abend oder morgen früh das Stahlband, was jetzt dran ist, die ihr sehen könnt, wechseln und dann über die Woche euch 5, 6, 7, vielleicht auch 8 verschiedene Bänder zeigen. Gleich gehe ich mit meiner Frau frühstücken. Wir haben heute frei, müssen nicht arbeiten. Und da werde ich euch noch ein paar Nahaufnahmen während des Frühstücks aufnehmen, die ich euch jetzt schon einblende, während ich spreche. Ja, nachdem ich heute Morgen beim Frühstück Aufnahmen machen wollte und das Lokal gesagt hat, dass sie das nicht möchten, um sicherzustellen, dass keine anderen Gäste, sei es im Bild oder im Ton, auf der Aufnahme drauf sind, konnte ich das nicht machen und nutze heute Abend, wie ihr sehen könnt, um 20 nach 5 die Gelegenheit, ein paar nähere Aufnahmen der Uhr zu machen. Und zwar, heute ist die Uhr am Stahlband. Ein wunderschönes, dünnes Stahlband, was es bei Sinn so leider nicht mehr gibt. Es gibt jetzt nur noch die dicken mit den Innensechskantschrauben. Das ist noch eins mit Schlitzschraube, schweres Wort. Dünn, leicht, sehr angenehm zu tragen, aber nicht minder stabil. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und an der Uhr, könnt ihr sehen, macht das einen wirklich guten Eindruck. Ist perfekt auf die Uhr abgestimmt. Insofern wie aus einem Guss. Allerdings werde ich ja, wie ich gesagt habe,
diese Woche mit diversen Bändern spielen. Was ich sagen kann, an dem Stahlband trägt sich die Uhr wirklich angenehm. Da zwickt nichts, da beißt nichts. Die Nachtablesbarkeit, ja, dazu muss ich sagen, die Uhr ist nachts ablesbar, aber sie ist kein Leuchtmonster. Ich kann sie morgens um 4 Uhr noch ablesen, aber sie strahlt mich nicht mehr überhell an. Ich muss aber auch sagen, die Uhr ist von 2009, das heißt mittlerweile 14 Jahre alt. Die Leuchtmasse darf also durchaus auch erste Anzeichen von Schwäche zeigen. Und vielleicht tut sie das auch. Für mich reicht das so vollkommen. Und morgen werde ich euch die Uhr, wie gesagt, in neuem Gewand präsentieren. Wir haben Donnerstagmorgen 6.37 Uhr und meine SIN 856 UTC ist noch am Arm. Ihr merkt, ich habe ein kleines bisschen eine belegte Stimme. Ich bin extrem Heuschnupfen geplagt diese Saison und ja, die Augen sind ein bisschen dick, ihr könnt das sehen und es ist mir was auf die Stimme geschlagen, also nicht wundern. Ja, was ich euch zeigen wollte, ich habe gestern Abend noch das Band gewechselt. Ich bin von dem Stahlband gewechselt auf ein neues Band. Und zwar ist das nicht nur ein neues Band an der Uhr, sondern auch ein neues Band in meiner Sammlung. Diese Art von Bändern kaufe ich eigentlich in aller Regel von Miros Time. Keine Werbung, ich bekomme nichts dafür, sondern nur ein Service-Hinweis meinerseits. Also Miro weiß noch nicht mal, dass ich ihn hier erwähne und seine Bänder empfehle. Das Band ist ähnlich den neuen Bändern von SIN. Es ist nicht ganz so steif, nicht ganz so dick, aber auch, wie ihr sehen könnt, doppellagig genäht. Es ist nicht wie, na, habe ich sie irgendwo rumliegen? Ich habe sie hier am Arm. Nicht wie die Canvas-Bänder, so dass es ausfranst und verschleißt, sondern es ist aus einem künstlichen Material und hat einen leicht metallischen Schimmer. Auch, ich habe es auch in Blau. Hier kann man das auch sehen. Hier kann man es ganz gut sehen. Ein wirklich, wirklich schönes, ich habe es auch noch, meine Güte, heute nicht besonders gut koordiniert, auch in Schwarz. Die Bänder kosten um die 20 Euro, 18 oder 22 Euro, lege ich da jetzt nicht ganz genau fest, ich weiß es nicht mehr. Und ich finde, dieses graue, tannensandfarbene, so ähnlich bezeichnet das Miro, finde ich, passt unglaublich gut an die 856. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, tut es mir schon fast leid, es heute Abend oder morgen früh wieder wechseln zu müssen. Aber das ist ja mein Versprechen für die Woche. Am Arm mega angenehm, wirklich super weich, richtig, richtig klasse. Ja, wir haben jetzt Donnerstag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und wie ihr sehen könnt, 5:12. An der Uhr montiert ist noch das Stoffband, was ich euch auch heute Morgen schon gezeigt habe, von Miros Time. Und ich finde, das ist ein unglaublich gut passendes Band an der Uhr. Ich bin wirklich richtig begeistert. Beim Duschen habe ich gemerkt, das Band hat sich doch deutlich geweitet bzw. ist weicher geworden. Ich musste es ein noch enger stellen. Ansonsten bin ich wirklich richtig, richtig angetan von dem Band. Die Schließe ist sehr angenehm gebogen, was ich wirklich gut finde. Dadurch trägt das Band, machen wir es doch gerade ganz zu, bei geschlossener Schließe überhaupt nicht auf. Wenn ich jetzt das Band mir betrachte, die Schließe geschlossen, durch den Knick in der Schließe ist das Ganze relativ flach und trägt nicht auf und das mag ich sehr. Wir haben Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine SIN 856 UTC ist noch am Arm. Wir haben 7:45 und ich bin gerade auf dem Weg, meinen Hund zu ihren Spielkumpels zu bringen.
Es regnet leicht, wir haben Mitte Mai und ja, fürs Grundwasser ist es gut, für meine Stimmung nicht. Ich vermisse die Sonne und das Grillen auf dem Balkon, ohne pitsche nass zu werden. Wie ihr sehen könnt, ich habe gewechselt auf das schwarze Band. Gleiche Material wie gestern das Band, trägt sich also identisch angenehm. Aber ich muss gestehen, das andere Band hat mir doch wesentlich besser gefallen. Das schwarze, das ist so ein bisschen Standardband. Das ist jetzt nichts Besonderes von der Farbgestaltung her. Vom Material her, wie gesagt, trägt es sich identisch angenehm wie das Band gestern. Heute Nacht habe ich was anderes festgestellt. Und zwar, dass die Uhr auch ohne dass sie mit der Taschenlampe richtig aktiviert wurde, ausreichend lange, ausreichend hell ist. Wie gesagt, es ist keine Taschenlampe, sie ist jetzt nicht übertrieben hell, sie strahlt mich nicht an, aber ich habe gestern Abend vergessen, sie mit meiner Taschenlampe zu aktivieren, wie ich das üblicherweise mache, bevor ich ins Bett gehe. Und trotzdem konnte ich die Uhr die ganze Nacht über ablesen und das finde ich sehr gut. Denn das zeigt, dass die Uhr auch ohne Spezialbehandlung alltagstauglich ist, so wie man es eigentlich erwarten müsste. Wir haben Freitag, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und wie ihr sehen könnt, die 856 UTC ist immer noch da, aktuell nicht am Arm, weil ich sie abgenommen habe, um euch einmal etwas genauer das aktuelle Band zeigen zu können. Ich hoffe, man kann es sehen. Es ist ein Stoffband, doppellagig genäht, sehr weich am Arm und verleiht dieser Uhr wieder einen komplett anderen Charakter als die grauen Varianten bzw. die graue Variante, die ich gestern dran hatte. Wenn ich die hier nochmal so dran lege, ist das hier doch viel mehr eine Fieldwatch vom grundsätzlichen Charakter her. Und wenn ich das wegnehme, dann ist es ein ganz anderes Erscheinungsbild, nur durch die unterschiedliche Bandvariante. Was ich über die nächsten Tage noch zeigen werde, ist, wie sich das graue Band farblich verändert, wenn es nass wird. Das ist echt interessant. Das wird nämlich richtig dunkel. Dieses Band hier ist aktuell tatsächlich relativ nass, weil ich gerade geduscht habe. Man sieht aber bei dem schwarzen Band überhaupt keinen Unterschied, ob nass oder trocken. Man fühlt ihn nur. Die Uhr ist wirklich eine Uhr, bei der ich mich heute noch frage, warum ich sie damals verkauft habe. Es fällt mir sehr schwer, das nachzuvollziehen. Denn so wie ich sie jetzt sehe, so wie ich sie habe, ist das für mich eine Uhr, die nahezu perfekt ist, was Größe, Funktionen und vor allen Dingen auch SIM-Technologien betrifft, mit dem gehärteten Gehäuse, mit dem Magnetfeldschutz, mit der Trockenhaltekapsel, also wirklich richtig was Feines und zudem auch nicht zu dick und somit wirklich in fast allen Situationen sehr gut tragbar. Wir haben Samstagmorgen, 7:50 Uhr. Tag 4 meiner eine Woche am Arm und meine SIN 856 UTC ist noch am Arm. Ihr könnt sehen, ich habe ein neues Band dran gemacht, wie versprochen. Und zwar handelt es sich hier um ein einteiliges NATO. Ich zeige euch das auch gerne mal ganz an der Uhr. Ich stelle fest, dass diese Uhr wirklich extrem wandelbar ist, was die Bänder betrifft. Man kann hier wirklich nahezu jedes Band dran packen und die Uhr sieht einfach immer gut aus. Das habe ich so nicht im Kopf gehabt und bin da ziemlich angetan von, um ganz ehrlich zu sein, weil das finde ich richtig klasse. Ich habe bis jetzt noch kein Band gefunden, wo ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Und das gefällt mir sehr gut. Da kommen wir auch gerade zum Punkt gefallen. Während ich weiter rede, ziehe ich die Uhr an und gucke nicht in die Kamera. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, warum ich diese Uhr verkauft habe. Nur als ich das Geld für Uhren gespendet habe, habe ich Uhren verkauft, die mir auch gefallen haben, weil es einfach für mich persönlich wichtig war, nicht nur Uhren zu verkaufen, die mir nicht gefallen haben in dieser Situation. Das heißt also, als ich die 856 UTC
verkauft habe, hat mir irgendetwas an der Uhr nicht 150% zugesagt. Und ich habe nochmal in Foren nachgelesen, was ich dazu geschrieben habe. Und ich habe geschrieben, mir war zu viel los auf dem Ziffernblatt mit der UTC-Skala und dem zweiten Zeiger. Das kann ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen. Also interessant, wie sich in doch relativ kurzer Zeit der Geschmack ändert, die Meinung ändert. Denn jetzt finde ich die Uhr richtig klasse. Ich finde sie super intuitiv ablesbar. Ich glaube auch nicht, dass sie mich nochmal verlassen wird. Nicht nur, weil es exakt dieselbe Uhr ist, die ich damals verkauft habe, was ja schon selten genug ist, dass einem so etwas gelingt, sondern auch, weil sie mir wirklich richtig gut gefällt und ich mit sehr unterschiedlichen Bändern mittlerweile eine Spielfreude an der Uhr entdeckt habe, die ich bei anderen so intensiv nicht mehr habe. Ich glaube, das hier ist eine der wandelbarsten Uhren, die ich habe. Und das werde ich in den nächsten 2-3 Tagen und vielleicht auch über das Video hinaus noch weitlich auskosten. Wir haben Samstagabend, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Wir haben ungefähr 10 Minuten vor 12 und meine SIN 856 UTC ist noch am Arm. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier mein NATO-Band dran. Ja, wie gesagt, ich habe die Uhr ja nicht zum ersten Mal, sondern habe sie schon einmal gehabt. Und deshalb ist es für mich echt nicht so einfach, einen neuen ersten Eindruck zu bekommen. Aus diesem Grunde werde ich morgen meinen letzten Tag machen und euch die Uhr aber an verschiedenen Bändern zeigen. Wie jetzt zum Beispiel hier an diesem grau-schwarz gestreiften NATO. Morgen werde ich im ersten Teil des Tages ein NATO tragen, was ich mir geholt habe und absolut super klasse fand. Ich wollte es unbedingt haben, weil ich die Art, den Totenkopf, die Farbe mega toll fand. Aber ich habe noch keine Uhr gefunden, wo dieses NATO wirklich richtig gut dran aussieht. Ich habe es an fast allen Uhren, die ich habe, probiert, aber an keiner Uhr hat es mich so richtig 150% überzeugt. Schauen wir mal, wie das an dieser Uhr hier aussieht. Und dann werde ich morgen im ersten Teil des Tages die Uhr an diesem NATO hier tragen und euch danach noch unterschiedliche Varianten zeigen und ein Fazit ziehen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich hoffe, dass das so ein bisschen Richtung Hippie-Uhr geht. Ja, es geht, aber auch hier finde ich es nicht so gut wie bei den anderen Bändern, die ich gezeigt habe. Aber ich werde das Ganze tatsächlich jetzt einen Tag bzw. die Nacht und den morgigen Tag so tragen. Ich bin noch nicht so komplett überzeugt davon. Ja, morgen werde ich euch noch 1, 2, 3 andere Varianten, Bandvarianten an der Uhr zeigen und dann mein Fazit. Ich entdecke an der Uhr nicht mehr so viel Neues, dafür habe ich sie vorher schon zu lange gehabt, außer dass sie mir besser gefällt oder aktuell besser gefällt als zum Zeitpunkt, wo ich sie abgegeben habe, aber auch das ist eigentlich nicht sonderlich überraschend. Ja, Sonntagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm und damit auch mein letzter Tag ausnahmsweise. Wir haben 8:05 und wie ihr sehen könnt, meine SIN 856 UTC ist noch am Arm. Ich war gerade mit dem Hund draußen, deswegen bin ich so früh schon auf den Beinen, wach bin ich schon seit über einer Stunde. Und ich komme heute Morgen zu dem leider sehr unliebsamen Schluss, dass dieses Band leider ein totaler Fehlkauf war. Immer wenn ich keine Uhr dran habe, finde ich das Band richtig, richtig super. Und sobald ich eine Uhr dran habe, finde ich es richtig, richtig kacke. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe es noch nicht geschafft, da irgendeine Uhr über einen längeren Zeitraum dran zu lassen oder sie auch nur wiederholt an das Band zu tun. Wirklich, wirklich schade. Deshalb
kommt heute Morgen auch direkt ein neues Band dran. Das gibt mir aber die Gelegenheit, euch die Uhr auch mal komplett ohne Band zu zeigen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht in irgendeinem Video. Einfach so die nackte Uhr mal gezeigt. Ist vielleicht auch mal gar nicht so uninteressant. So sieht also der Uhrenkörper ohne Band aus. Es ist nicht irrsinnig viel Luft zwischen dem Steg und dem Gehäuse. Und das Gehäuse ist, wenn man es sehen kann, ja, man kann es, glaube ich, ganz gut sehen, leicht abgeschrägt, sodass trotz des relativ geringen Spaltes auch ein etwas dickeres NATO oder ein Lederband mit einem etwas dickeren Anstoß ganz gut da reinpassen würde. Ne? Kriege ich es gefokust? Ja, so geht's, glaube ich. Ja, das finde ich also gar nicht so schlecht. Für heute über Tag kommt dann dieses Band dran, ein ja, weinrotes Canvas, ich glaube weinrot, ein rötlicher, bräunlicher Ton auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich zeige euch auch schon mal, wie das aussehen könnte. Ja, auf meinem orangenen T-Shirt sieht es natürlich ziemlich Banane aus. Und heute Abend kommt dann mein Fazit mit noch ein paar anderen Bändern im Überblick. Wir haben Sonntag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Und meine Sinn 856 UTC ist noch am Arm. Ja, ich zeige euch jetzt noch unterschiedliche Bänder und das wird dann quasi mein Ende meiner eine Woche am Arm sein. Aber das habe ich ja schon angekündigt. So, jetzt geht es darum, andere Bänder anzuschauen und ich habe noch ein paar, wie ich finde, ganz attraktive andere Bänder rausgesucht. Ich werde das jetzt nicht alles fest montieren, das würde mir zu lange dauern, aber ich werde euch zeigen, wie die Uhr an unterschiedlichen farbigen Bändern wirkt. Hier haben wir ein, ich glaube, es ist ein Erika-Band und es ist ein nachgemachtes Maniac. Ich glaube, es ist ein nachgemachtes, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und wenn ich jetzt die Uhr hier drauflege, ist das eine wunderschöne Uhr für den Sommer, kann man bestimmt sehr gut so tragen, auch am Arm, absolut klasse. Das ist wirklich sehr schön und sehr gut tragbar. Ich hatte gesagt, ich will die Uhr auch an anderen Bändern zeigen, um die Bürotauglichkeit zu prüfen. Hier haben wir ein, was haben wir hier? Ein James von Hirsch Performance und auch mit dieser Lederoptik kommt die Uhr ganz gut zurecht, aber man kann mit Fug und Recht sagen, sie ist dafür nicht gemacht. Ich finde, es funktioniert, aber es funktioniert nicht so gut wie mit den anderen Bändern, die doch deutlich sportlicher sind. Für die, die es noch nicht wussten, es gibt außer Hirsch noch einen zweiten Anbieter, der diese wasserfesten Bänder in Lederoptik macht. Und zwar ist das Eulit. Ich habe dazu schon mal ein separates Video gemacht. Das verlinke ich euch ganz am Ende. Macht also ähnliche Bänder in einem ähnlichen Preissegment. Und wenn ich das hier dran halte, das etwas andersrum dran halte, das sieht ja komisch aus. Das etwas hellere Leder, finde ich, passt dann auch besser zur Uhr. Und das funktioniert deutlich besser als das ganz dunkle. So könnte ich mir die Uhr durchaus als sportliche Uhr für den Büroalltag vorstellen. Nicht unbedingt für festliche Anlässe, aber für den normalen Büroalltag, finde ich, würde diese Uhr ebenfalls in dieser Art und Weise sehr gut funktionieren. Dann habe ich noch ein Tropical Band, das ich von einer Zirkula-Uhr mir abgemacht habe. Und ja, auch das funktioniert natürlich klasse. Es ist zwar keine Taucheruhr, aber ein Kautschuk- oder Silikon- oder Kunststoffband, Plastikband, Gummiband funktioniert an der Uhr natürlich klasse. Das Schwarz mit dem schwarzen Ziffernblatt muss man sich keine Gedanken machen. Und das ist dadurch, dass das Band hier
gelocht ist und damit entsprechend gut gelüftet, für den Sommer auch ganz bestimmt eine sehr angenehme Art und Weise, die Uhr zu tragen. Dann habe ich mir noch drei weitere NATO-Bänder rausgesucht. Und das ist ein weiteres NATO-Band, was ich bislang noch nicht so richtig gut einer Uhr zuordnen konnte. Ich hatte ja euch das Totenkopfband gezeigt, das bisher an keiner Uhr so richtig funktionierte. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Band, wo ich ähnliche Gedanken hatte. Es ginge an dieser Uhr, aber ihr merkt, nicht so richtig klasse. Ich glaube einfach, ich bin jetzt in diesem Video endgültig zu dem Schluss gekommen, dass Bänder, die so unglaublich unruhig sind und eine eigene Geschichte erzählen, wie dieses Band hier, einfach zu unruhig sind, von der Uhr ablenken und am Ende der Uhr die Schau stehlen, sodass auch dieses Band für mich nur bedingt gut funktioniert, besser als das Piratenband, aber nicht so, dass ich jetzt mit Freude sagen würde, das ist tatsächlich meine persönliche Lösung. Ganz anders bei diesem Band hier, wieder größer, ruhiger, die Farben nicht so unglaublich verwirrend und abwechslungsreich. Das geht an der Uhr, ist auch nicht meine allererste Wahl, muss ich sagen. Ich nehme an, es liegt daran, dass der weiße Streifen hier zu dominant ist, das Band insgesamt viel zu schmal wirken lässt. Es würde besser gehen als die ganz bunten Bänder, aber wie gesagt, auch hier nicht meine erste Wahl. Dieses Band hatte ich mir mal gekauft für meine Sinn 7563. Und das wiederum ist etwas, was ich mir an der Uhr sehr gut vorstellen kann. Damit kann man zu jedem Konzert gehen, zu jeder Party, zu jedem Grillabend. Und das funktioniert einfach. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt zeige ich euch das Band, was ich über die nächsten Tage wahrscheinlich an die Uhr packen werde. Auch hier handelt es sich wieder um ein wasserfestes Eulit-Band. Und so würde die Uhr damit aussehen. Das Gelb ist deutlich kräftiger als das Gelb des Sekundenzeigers. Das Gelb des Sekundenzeigers und der UTC-Schriftzug gehen ganz leicht ins Grünliche, sind eher dunkel. Und das Gelb des Bandes ist schon ein ziemlich stark leuchtendes Kanarienvogelgelb. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das auch richtig, richtig klasse an der Uhr aussieht. Und dann hatte ich euch noch gesagt, ich möchte euch zeigen, wie sich das Band, was ich am zweiten Tag dran hatte, farblich verändert, wenn es nass wird. Und das mache ich natürlich auch noch gerne, denn diese Pflicht in Anführungsstrichen muss ich noch erfüllen. Das war dieses Band. Ich packe es nochmal dran, weil auch davon war ich ja wirklich richtig begeistert. Also ich vermute mal, dass neben dem Stahlband, was auch ab und zu drankommt, aber auch wahrscheinlich nicht ganz so häufig, diese beiden Varianten hier meine bevorzugten Varianten an dieser Uhr werden. Also das finde ich schon bei beiden Bändern richtig, richtig stark und gefällt mir ausgenommen gut. So, das ist jetzt hier nicht viel Wasser, aber ein bisschen, und ihr seht es, wie unglaublich stark das Band die Farbe verändert, wenn es nass wird. Das ist schon sehr eklatant. Und diese dicken Bänder, sowohl das aus dem Kunststoffgewebe von Mirostime, als auch mal hier ein 22 mm Canvas, das Canvasband. Beide, wenn sie nass sind, brauchen lange zum Trocknen. Also ich habe mal überschlagen. Nass fühlt es sich eine knappe Stunde an, feucht mindestens 2 Stunden. Man muss das also mögen.
Hier scheint das Band schon zu trocknen. Das stimmt aber nur bedingt, weil die Feuchtigkeit jetzt richtig tief reinzieht. Das wird nicht trocken, es wird nur einfach durchnässt. Ich kann das nochmal mit etwas mehr Wasser zeigen. So. So, jetzt ist es wirklich richtig nass, auch durchnässt und durchzogen. Und man sieht also sehr, sehr deutlich den Unterschied. Der Glanz ist etwas weg und das Band wird jetzt auch diese dunkle Farbe für 1 bis 2 Stunden behalten. Kurzer Exkurs. Canvas gegen das Kunststoffgewebe. Das Kunststoffgewebe glänzt metallisch. Sie sind ähnlich dick. Sie sind ähnlich robust, ähnlich komfortabel am Arm. Das Kunststoffgewebe fühlt sich etwas glatter an, das hier etwas rauer, so wie man das von Bundeswehr-Rucksäcken kennt, falls einer von euch bei der Bundeswehr war. Und dieses Band franst auch stärker aus. Ich kann euch das an diesem Arm mal hier mal zeigen. So fransen die Löcher dann im Laufe der Zeit aus. Das wird bei dem Canvas-Band passieren, bei diesem hier wird das in der Form nicht passieren. Mein Fazit zu der Uhr. Also, ich finde sie richtig super klasse. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich sie wieder habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Uhr einmal genauer anzuschauen, der eine Uhr sucht, die wandelbar ist, im Bereich von Fieldwatch über Sportuhr bis hin zu Freizeituhr und auch an anderen Bändern durchaus bürotauglich ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Wenn euch die Uhr zu klein im Durchmesser ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich die 857 anzuschauen mit Drehlünette. Dann hat die Uhr keine 40, sondern 43 mm im Durchmesser. Und ist dann auch für stärkere Arme durchaus geeignet. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.